hier im Raum 3. Und zwar geht es um einen Beitrag, den wir von Patrick Schabbat hören werden. Und zwar heißt es, alle reden über 3D-Formate. Was ist in den letzten 24 Monaten passiert? Ein paar Worte zu Patrick. Er ist quasi der Grobi.tv, also das ist der Mann himself, der das macht. Und er ist führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Installationen für Heimkinos. Und er hat in seiner Firma die Möglichkeit, seine Endkunden Dinge zu präsentieren und macht das sehr eindrucksvoll. Also ich werde heute Nachmittag zu ihm gehen und bin sehr gespannt darauf, was mich da erwarten wird. Und wir werden jetzt hören, was er dazu zu sagen hat, zu diesem Thema. Also viel Vergnügen. Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte mich vorab erstmal bedanken für das Orga-Team hier, dass ich wieder hier sein darf, weil ich hatte vor 3 Jahren schon einen sehr interessanten Vortrag halten können zum Thema 3D-Sound und da gab es so diverseste Reaktionen drauf, aber die waren alle weitgehend positiv und deshalb freue ich mich sehr, dass ich wieder dabei sein kann und mal erzählen kann, was denn so in den letzten 24 Monaten meiner Meinung nach im Bereich 3D-Sound passiert ist. Es ist natürlich ein subjektiver Eindruck, aber es ist vielleicht auch ein Eindruck, den der eine oder andere von Ihnen auch bestätigen kann. Dann sind wir schon 2 oder 3 und da möchte ich gerne einfach mal in den nächsten 30 Minuten mal so eine kleine Zusammenfassung bringen. Bei 3D-Sound reden wir ja eigentlich über diese 3 bzw. 4 Formate. Das ist Dolby Atmos, das ist Auro 3D, das ist DTS:X und da gibt es tatsächlich noch IMAX Enhanced. Ich habe hier auf der Messe natürlich jetzt oder auf der Veranstaltung MPK gehört und auch das Sony 360-Format. Das spielt aber jetzt hier nicht so direkt eine Rolle bei meiner Präsentation. Aber ich glaube, dass so das ein oder andere, was wir an Erfahrung mit diesen Formaten haben, auch schon bereits mit den 2 Formaten haben, die hier noch nicht so direkt aufgelistet sind. Er hat mich schon kurz vorgestellt, ich will mich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Also das ist meine Firma, Grobi TV, ist 1999 im Dezember gegründet worden. Fokus war, alles, was mit großen Bildern zu tun hat, nach Hause zu bringen. Und auch was mit dem großen Sound zu tun hat, weil das war das Schöne. Ja, wir haben die DVD bekommen und hatten erstmalig die Möglichkeit, wirklich tolles Bild, tollen Ton nach Hause zu bringen. Und da habe ich eben diese Firma gegründet und ja, sieht ein bisschen anders aus wie der klassische Flächenmarkt. Ne? Die Werbung ist ein bisschen anders. Wir sind wirklich Fans von Heimkinos. Ich habe 15 Mitarbeiter mittlerweile. Und wir präsentieren die Produkte auch wirklich live und in Farbe. Das ist eins der wesentlichen Merkmale in unserer Industrie, wie ich finde. Man muss es eben präsentieren, wir müssen Emotionen wecken, wir müssen die Leute begeistern. Und das versuchen wir eben, indem wir beispielsweise hier so ein Grobi-Kino haben. Da sind dann also tatsächlich Installationen und da werden Sie vielleicht staunen. Aber es gibt eine ganze Menge Menschen in Deutschland und weltweit, die mittlerweile solche Kinos haben. Und der Markt ist richtig im Wachsen. Also da wird dann der Raum spätestens, wenn der Sohn oder die Tochter ausgezogen ist, vielleicht dafür genommen. Oder es wird der ehemalige Partykeller umgebaut. Aber da passiert ganz schön viel. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Räume so aufgebaut, dass man eben Surround-Systeme wirklich live erleben kann. Das geht so weit, dass selbst der Kunde, wenn er möchte, auch mal eine CD mitbringt, eine DVD, eine Blu-ray. Er soll das eben so merken, fühlen, so wie als ob er eben zu Hause wäre. Und da gibt es eben diese Räume. Es ist auch so, dass wir eigentlich immer so gearbeitet haben, dass wir, weil wir sind der Meinung, das muss man sich die Zeit nehmen, dass man immer eine Termine machen muss. Also da kommt der Kunde, ruft an, ich würde mir gerne vielleicht eine neue Anlage kaufen oder mir mal anhören. Und dann machen wir Termine, der kommt zu uns, alles unverbindlich. Und dann ist er auch alleine da und wir haben nicht 10 Leute parallel in einem und demselben Raum. So sieht das also bei uns aus. Beamer, daher kommen wir eigentlich, großes Bild, ne? Das ist eben das Startthema bei mir gewesen, aber es war eben ganz schnell erkennbar, wir müssen neben dem großen Bild auch den tollen Sound haben. Interessanterweise war das damals Anfang 2000 so, die Leute hatten Dolby Surround schon zu Hause, hatten aber einen kleinen Fernseher, irgendwie passte das nicht mehr und suchten dann eine Lösung mit einem Projektor, das Bild zu vergrößern. So ist so die Entwicklung gewesen. Ja, ich habe hier auch in den letzten 3 Tagen mir diverse Vorträge angehört und habe immer wieder festgestellt und deshalb nochmal, ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf, weil in Ihren Diskussionen fehlt immer so ein bisschen das Glied in der Kette, nämlich was ist eigentlich Ihr Kunde oder wer ist eigentlich Ihr Kunde? Ja, ich sehe ja hier eine Menge Menschen, die sich sehr, sehr viel Zeit und Energie nehmen, um hier Produkte zu produzieren, um Musikinhalte zu produzieren. Aber schlussendlich müssen Sie die ja irgendwie verkaufen. Sie zwar nicht direkt vielleicht, aber jemand am Ende der Kette, der Sie beauftragt hat, dass Sie diesen Job machen. Vielleicht die Mischung machen, die Produktion machen etc. Und daher möchte ich Ihnen auch mal was zu dem Thema Marktzahlen sagen, weil da habe ich mir gemerkt, dass da so manch einer gar nicht weiß, wie groß ist vielleicht dieser Markt. Ja, also vor 2 Tagen bei einem Panel hörte ich noch heraus, ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass sich einer einen neuen Lautsprecher ins Wohnzimmer stellt. Ganz ehrlich, also wenn das nicht der Fall wäre, wäre ich nicht hier.
Also wir haben eine ganze Menge Kunden, die das machen, davon leben wir. Ja, also das sind nicht nur 9, das sind sogar mittlerweile 15 Lautsprecher, wenn es sein muss. Ich erkläre Ihnen das gleich im Detail. Also Marktzahlen. Ich habe von Sound United freundlicherweise mal Zahlen bekommen, was so das Thema ist, wie viel Verstärker, das sind jetzt klassisch nur Verstärker, AV-Receiver nennt man die ja neudeutsch, sind eigentlich in den Wohnzimmern in dieser Welt. Wer kennt von Ihnen Sound United? Ah, 2, 3, 4. Ja, Sound United, muss man wissen, ist also die Obermarke von Marken wie Denon, wie Marantz, weil es passiert gerade in diesem Bereich sehr viel. Da werden Firmen aufgekauft, Gruppierungen. Sie kennen die Hamann-Gruppe. Und bei Sound United ist es eben jetzt Denon Marantz. Dann haben sie ganz neu dazu gekauft Bowers & Wilkins. Dann ist dabei Classé, ein Hersteller von Endstufen. Also da haben sich einige schön zusammengetan und versuchen natürlich Synergien zu bringen. Und wir sind eben einer ihrer Vertriebspartner. Also 2,5 Millionen Atmosfähige. Atmosfähig heißt, man muss wissen, Atmos fängt schon an bei 500, 600 Euro in Verstärkern vorzufinden. Auro fängt so an bei 12, 1300. Die sind auch natürlich hier drin. Es sind also nicht reine Atmos-Maschinen, sondern da ist auch viel mit Auro dabei. Weil Sound United war die erste Marke, die nicht die Qual der Wahl dem Kunden überließ, sondern sie haben alle drei wichtigen Formate in eine Maschine integriert. Ja, also da war nicht die Entscheidung VHS oder Betamax, sondern ich kaufe den Verstärker, dann habe ich alles damit, was natürlich sehr kundenfreundlich ist. So, und interessanterweise haben die Analysemöglichkeit, mal rauszufinden, wer benutzt denn eigentlich so eine Maschine auch wirklich dann mit den 7 Lautsprechern oder mit den 9 Lautsprechern. Das geht darüber wahrscheinlich, weil sie alle eine Netzwerkverbindung haben, dann können die schon mal nachschauen, ob der denn da auch 5 oder ob der 7 Lautsprecher dran hat. Und so ist das dann wohl auch gemacht worden. Ja, also das sind eine ganze Menge, die also mindestens 2 Lautsprecher da oben schon haben. Und bei neueren Geräten, und es ist ja so, ich habe hier angefangen mit dem Thema 2013, 2014. Also wir waren wirklich von der Pika auf direkt dabei, weil hier in Düsseldorf ein Kino war, was zuerst dieses M-Sound-Verfahren hat und dann Dolby Atmos und dann hörten wir was von Auro. Und da war natürlich unsere erste Frage, boah, wann bringt ihr uns das denn in die Wohnzimmer rein? Denn das war natürlich der erste Wunsch, im Kino war es, im Wohnzimmer hätten wir es gern gehabt und es kam ja dann auch relativ schnell. Und wir sehen eben, der Trend ist ganz klar positiv, immer mehr Leute beschäftigen sich mit dem Thema und sind auch bereit, den Hausfrieden zu gefährden, indem sie nämlich noch weitere Lautsprecher in die Wohnzimmer dieser Welt installieren. Und weitere Zahlen, die auch natürlich sehr interessant sind, sind dann nochmal ganz konkret die, je teurer also der Verstärker ist, umso mehr 3D-Sound wird wirklich installiert. Das heißt also, bei den kleineren Modellen sind es ca. 12%, bei den größeren dann schon direkt 78%. Und da reden wir dann über Layouts, die der eine oder andere wahrscheinlich für zu Hause für unvorstellbar hielt. Für mich ist es normal, 5 Lautsprecher unten, 4 Lautsprecher oben. Und mit oben meine ich meistens die Wand und nicht die Decke. Ja, kleines Detail, aber ist wichtig. Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. So, und bei den ganz teuren Geräten, und das sind dann Geräte, da können Sie bis zu 15 Lautsprecher installieren. Ja, die haben 13 Endstufen. So was hat sich also in den letzten 2-3 Jahren getan. Dann sind wir schon bei 71%. Also das sind schon tolle Zahlen. Das heißt, da ist Hardware vorhanden, wo die Leute Software brauchen. Ja, also ich kaufe mir das ja nicht, damit ich mir die Lautsprecher anschaue, sondern ich möchte ja gerne ihre Software da hören oder erleben. Und die Mehrzahl der Leute nutzen eben mindestens 4 Lautsprecher. Also ich persönlich halte nichts davon zu sagen, wenn du da oben 2 Lautsprecher hinhängst, hast du schon 3D-Sound. Das ist für mich so das Beispiel, vorne kommt der Hubschrauber angeflogen, dann fällt er mir vor die Füße. Also ich hätte schon gerne die 4 Lautsprecher definitiv und das kriegen wir auch erklärt und das kriegen wir auch präsentiert. Und dann hat der Kunde das auch verstanden. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Präsentation. Ja, das muss man den Leuten, weil ich quatsche jetzt hier eine halbe Stunde, aber eigentlich muss ich, wenn ein Kunde bei mir im Laden ist, nur 30 Sekunden was vorführen, dann weiß der schon, wo der Unterschied ist. Da brauche ich nicht mehr so viel reden. Ja, das ist ja das Tolle an unseren Produkten. Wir haben Produkte im Programm, sie produzieren Produkte, die der Kunde von der ersten Sekunde an versteht. Ja. Okay, also das sind nochmal ein paar Zahlen. Interessant ist, das sehe ich mit sehr gemischten Gefühlen, also eine Soundbar mit dem gleichen Logo zu versehen wie eben so ein AV-Verstärker und sagen, hey, der macht das Gleiche wie das, was du gestern Abend im Kino gehört hast und was jetzt mit dem Verstärker geht. Naja, das ist so eine Sache, das ist schon natürlich ein Kompromiss, aber ich verstehe natürlich die Industrie, sie will bei den, was habe ich gehört, 40 Millionen Soundbars werden wohl im Jahr verkauft, die will natürlich da ein Stück vom Kuchen abhaben und dann werden dann eben auch solche Logos da drauf gepackt, um zu sagen, damit kannst du das auch machen, was du sonst mit 9 Lautsprechern machst. Aber es ist natürlich ein Kompromiss. Den einen oder anderen kriegen wir dann ein Jahr später doch als Kunde, weil er sagt, naja, war zwar nett, aber ich hätte es dann doch gerne mal so richtig installiert. Ja, das ist also dann ein Segment von 200 bis 1000 Euro. Das ist schon ziemlich groß, auch am Wachsen. Wenn Sie mal durch so einen Flächenmarkt gehen, da läuft man schon an so 50 Meter Soundbars mittlerweile vorbei.
logisch, der normale Fernseher, da kriegen Sie sicherlich das Gruseln mit 2x3 Watt und Sie haben da eine Wahnsinnsabmischung hingelegt, den wollen Sie nicht über 2-3 Watt Lautsprecher hören. Kann ich ganz klar nachvollziehen und versuchen wir ja auch dem Kunden zu erklären, was er da alles vermisst, wenn er tatsächlich nur den Fernsehlautsprecher nutzt, um seinen Spielfilm zu hören oder um vielleicht mal seine Musikshow zu erleben. Ich zeige Ihnen mal so ein Layout, wie sowas aussehen kann in der Maximalvariante. Ne, kriegen Sie keinen Schreck, da unten, das kennen Sie alles, das sind Ihre 5 Lautsprecher, dann haben wir noch 2 da hinten, das sind dann die 7. Und dann kommt der Kunde und sagt, okay, ich hätte gerne aber jetzt diesen 3D-Sound, wie geht denn das bei mir? Dann sagen wir, dann installierst du dir bitte, wenn es geht, diese beiden hier vorne in einer Linie zu dem unteren und die beiden da hinten und schon bist du im 3D-Paradies. Das ist wirklich so leicht. Also ich sage dem jetzt nicht, der muss seine Lautsprecher verkaufen, um dann direkt 9 zu kaufen, sondern er ergänzt. Und das klappt in der Mehrzahl hervorragend. Also die Hürde ist ja gar nicht so riesig. Ja, wenn er Glück hat, findet er bei seinem Hauptlautsprecherhersteller noch so kleine Satelliten beispielsweise. Wenn er Pech hat, kauft er sich welche dazu von einem anderen Hersteller. Kann er machen. Was auch geht ist, wir können es genauso auch jetzt mittlerweile machen wie die großen Jungs. Und zwar, was im Kino angeht. Wir können beispielsweise ein Voice of God bei Auro verbauen. Wir können hier vorne ein Center Height verbauen. Wir können aber auch sagen, Dolby Atmos kann ja auch mit 6 Lautsprechern genutzt werden. Dann machen wir hier links und rechts einen Lautsprecher jeweils, der gerade runtergeht. Und dann schaltet der Verstärker automatisch um zwischen Auro 3D mit den beiden oder Dolby Atmos mit den beiden. Und somit habe ich maximal 13 Lautsprecher in meinem eigenen Heimkino, kann ich das erleben. Da müssen Sie auch keine, ich sag mal, Elektronikwissenschaft studiert haben. Da geht wirklich automatisch oder über einen Knopf. Das kann man wirklich so leicht bedienen. Ja? Das funktioniert. Gut. Gehen wir weiter. Das ist so, wie gesagt, eins der Räumlichkeiten, die wir, oder einer der Räume, die wir haben. Das ist so ein ganz normaler Raum. Da ist auch nicht großartig was mit Akustik gemacht worden. Da hatte ich ziemliche Diskussion mit meiner Truppe. Weil ich wollte ein bisschen die Akustik verbessern. Die sagen, nee, lass mal, weil im Wohnzimmer ist die Akustik auch nicht so toll. Dann sagen die alle, das sind ja Studioatmosphäre, die wir hier haben. Das habe ich ja zu Hause nicht. Also sind wir relativ so geblieben, wie bei Ihnen wahrscheinlich das im Wohnzimmer sich auch anhört. Und was Sie da in der Mitte sehen, das ist keine Urne, obwohl ich sie so nenne, sondern das ist dieses Alexa-Studio-Ding. Das sieht so aus. Und da tue ich mich natürlich schon schwer, wenn dann die Industrie sagt, boah, also mit dem Teil kannst du dann das Dolby-Atmos-Erlebnis genauso haben wie mit den anderen Lautsprechern. Ich will da nur mal A, ein Größenverhältnis mal zeigen und B, es geht natürlich nicht. Ja, also deshalb haben wir das Teil auch mal dahingestellt. Dann kann der Kunde, wenn er möchte, auch mal selber vergleichen. Machen wir weiter. Ich verstehe natürlich auch, wenn der ein oder andere sagt, boah, das ist mir aber ziemlich kompliziert vielleicht mit diesen ganzen verschiedenen Lautsprechern, wie kriege ich das konfiguriert? Und da es die Industrie nicht unbedingt gemacht hat, hat es ein Anwender gemacht. Der hat nämlich einen Leitfaden selber geschrieben. Das ist der Holger Bayer. Das ist ein Anwender, der ein Heimkino-Fan ist. Und der hat mittlerweile in Deutsch und Englisch ein sogenanntes One-for-All-Setup, lege ich Ihnen sehr ans Herz, geschrieben. Das ist, glaube ich, 10, 12 Seiten stark. Da haben wir noch ein bisschen mitgearbeitet. Da hat der Wilfried von Baalen von Auro noch mitgearbeitet. Und das ist mittlerweile weltweit schon ein Nachschlagewerk geworden, weil die Leute dort sehr schön erklärt bekommen, was man berücksichtigen muss, wenn man eben eine 3D-Anlage in den eigenen 4 Wänden installieren möchte. Also Ausrichtung, Winkel und solche Sachen. Und dann stellt man fest, es geht ja tatsächlich mit einem einzigen Layout, dass man alle Formate abspielen kann. Und das ist das Wichtige. Ja, ich muss nicht jedes Mal die Lautsprecher umhängen, wenn ich den einen oder den anderen hören möchte. Können Sie bei uns sich runterladen, ist dort kostenlos verfügbar. So. Ich würde mal gerne eine Frage in den Runde mal stellen. Ne? Ich weiß, der eine oder andere müsste ich jetzt eigentlich ausschließen. Ne? Wie heißt das schon, Mitarbeiter der Firma dürfen nicht antworten. Aber mal generell die Frage, wer von Ihnen hat eine 3D-Soundanlage eigentlich mal zu Hause? Es gibt ja die Variante der Soundbar, haben wir gerade gelernt, Alexa Studio. Oder eben so eine 512 Minimum oder 514. Wer hat denn eine Soundbar von Ihnen, wo Dolby Atmos draufsteht? 2. Okay, wer hat von Ihnen Alexa Studio, diese ganz kleinen Dinger da? 2? Einer? Einer. Okay. Und wer hat von Ihnen so eine Anlage eben aus 5 und mindestens 2 Lautsprechern? Dahin winkt einer ganz fleißig. 3, 4, sogar die Mehrheit. Wobei, ein Teil ist befangen. Die verdienen nämlich ihr Geld damit. Okay. Gut. Also es ist, wie ich merke, noch ein großer Markt vorhanden, ne? Von Leuten, die es nicht haben. Und das ist ja der Punkt, deshalb bin ich ja mal hier. Also ich sehe das ähnlich, dieser Markt ist eigentlich riesig. Ja, ich höre wirklich immer wieder, ja, aber was gibt es denn da überhaupt für Kunden? Ich habe es ja vorhin erwähnt, als Beispiel war von vor 2 Tagen, kann man nicht vorstellen, dass Leute sich so viele Lautsprecher hinhängen. Wir sagen, ja, das können wir. Ich muss aber, um
zu zeigen, in welchen Weg wir gehen müssten, um das vielleicht weiter anzuregen und zu aktivieren, will ich Ihnen mal erstmal Beispiele nennen aus der Filmindustrie und aus der Musikindustrie, wo ich glaube, dass das mit der Schuld dran ist, dass eben so wenige das zurzeit zu Hause haben. Ja, fangen wir mal mit der Filmindustrie an. Also bei der Filmindustrie ist das Thema Dolby Atmos ganz klar im Fokus. Muss man einfach mal anerkennen. Die haben da ganz schön viel Geld reingepumpt von Dolby und haben da einiges gemacht, dass die Jungs da alle ihr Dolby Atmos Logo auf die Filme kleben. Problem ist aber aus deutscher Sicht, es ist relativ wenig deutsches Material im Verhältnis bei. Das ist wirklich irritierend. Ja, also Sie können ja heutzutage über Streamingdienste wie Netflix, Disney, Amazon, Apple TV, können Sie tatsächlich das Atmos-Logo bei vielen Filmen sehen. Das Ärgerliche ist nur, es wird nicht reingeschrieben, ist es jetzt eine deutsche oder ist es eine englische Spur. Und es ist in der Mehrzahl leider eine englische Spur. Das ist schon mal echt nervig. Ja? Dazu kommt, dass es auch so Entscheidungen gibt, wo ich sage, an den Kunden scheint man da gar nicht zu denken. Also Disney beispielsweise ist ja nun mal ein Streamingdienst, der sehr erfolgreich ist. Die haben ganz klar gesagt, wir machen nichts mit Dolby Atmos in Deutsch. Wir machen das nur in Englisch. Sehr ärgerliche Geschichte. Aus Sicht des Verbrauchers natürlich. Das heißt also so, diese ganze Veröffentlichungspolitik, wenn man sich da mal wirklich mit beschäftigt, ist teilweise so skurril, dass man das wirklich logisch nicht nachvollziehen kann, warum diese Sachen eben nicht in Deutsch beispielsweise eben für den zahlenden Endverbraucher, der will ja Geld dafür zahlen, warum es nicht veröffentlicht wird. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Marketing katastrophal, ja klar, das ist ein kurzer Satz, aber meine ich ernst. Suchen Sie mal auf einem Cover das Logo der jeweiligen 3D-Soundformate. Also da müssen Sie mehr als eine Lupe dabei haben. Ja? Also das sieht manchmal aus wie ein Kratzer im Druck. Also es ist irre, wie winzig klein da auf der Rückseite draufsteht, dass da eben jetzt ein Film ist, der mit viel Aufwand abgemischt worden ist und der mir dieses Erlebnis bringen soll. Also ich würde das Ding ja vorne drauf, einen riesen Kleber drauf machen, aber es ist in der Realität nicht der Fall. Es ist wirklich irre. So, anderes Beispiel. Es gibt auch Fälle, wo 3D-Sound nur im Streaming veröffentlicht wird und nicht bei der UHD-Scheibe. Also ein Beispiel war jetzt Mission Impossible, eine der besten Atmospuren, wenn es denn schon mal wirklich gute Spuren gibt. Für mich ist eine gute Spur, wo der Sound immer zu dem Bild entsprechend passt. Ob das Umweltgeräusche sind, ob es der Hubschrauber ist, etc. Es sollte immer die richtige Sound sein, weil so ist es mir ja auch verkauft worden. Es bringt mir die Realität sauber nach Hause. Und die Realität heißt zur Not auch Umgebungsgeräusche. Und da gibt es wirklich sehr viele Veröffentlichungen, da kriegen Sie die Spur nur noch im Streaming und nicht mehr bei der Kaufscheibe. Als ob man wirklich, und das ist auch jetzt kein großes Geheimnis, als ob die Industrie mich mit Gewalt in diese Streaming-Welt reinbringen will und sagt, nee, komm, brauchst du gar nicht mehr kaufen. Es gibt auch Veröffentlichungen wie 3D-Scheiben, die gar nicht mehr in 3D veröffentlicht werden, weil man das alles nur noch auf den Streaming fokussiert. Halte ich für sehr bedenklich. Es gibt eine Menge Verbraucher, die wollen weiterhin was in der Hand nehmen, die wollen auch das Geld dafür ausgeben und die hängen sich auch gerne in ihre Wand, damit sie da eben ihr, nicht Bücherregal, aber ihr Videoregal haben. Dann haben wir die Problematik, dass vieles ja in Englisch ist und dann ist der deutsche Ton in normales Dolby Digital. Also Sie investieren hier gerade viel Geld in Ihre Maschinen, dass Sie die bestmögliche Tonqualität haben und dann kriegen wir auf diesen internationalen Scheiben nur noch einen normalen Dolby Digital Ton aus der DVD-Zeit. Woran liegt es? Die Industrie fängt natürlich auch an, weiterhin Kosten zu sparen, also bringt man eine Weltscheibe raus. Ja, also die Scheibe wird dann in Amerika produziert, dann sind dann von mir aus 20 Tonspuren drauf. Eine ist dann in Top-Qualität, sage ich mal HD-Ton, und der Rest dann ist eben in einer normalen Dolby-Digital-Qualität oder Dolby-Digital-Plus und was auch immer. Und glauben Sie mir, das kann man schon teilweise ziemlich deutlich hören. Sehr bedauerlich, die Entwicklung, aber sie ist eindeutig da. Und dann haben wir auch Situationen, 3D-Sound wird eben nur im Kino veröffentlicht und kommt gar nicht mehr auf die Scheibe rauf. Auch nicht nachvollziehbar. Ich höre dann zwar immer wieder, ist was mit Rechten zu tun und so weiter, aber mein Gott, wir haben einen Kunden, die wollen zahlen, ja? Denen sind das mit den Rechten egal. Kriegt doch irgendwie eine Lösung hin, dass der Kunde dieses Produkt in die Hände bekommen kann und dass es eben nicht ihm enthalten wird. Man muss auch manchmal detektiv sein. Also die Veröffentlichungspolitik oder die Presseberichterstattung von den Labels ist manchmal auch sehr skurril. Ich kenne den Nico Juran von der CT, der hat ein eigenes private Homepage, die nennt sich Surround Sound Info. Der schreibt da sind alle Veröffentlichungen in 3D-Sound hat er da zusammenbekommen. Es ist wirklich irre, was der sich da für eine Arbeit leistet. Und da gab es dann so ein Beispiel wie jetzt hier Suicide Squad. Ja, er hat also da die Meldung gemacht, dass der kommt. Es war aber nicht zu klären, ist da eine deutsche HD-Tonspur drauf. Ja, also eine deutsche Atmospur in dem Fall konkret. Da kam am 4.11. von jemandem, ja, in Taiwan ist die Scheibe erschienen mit einer deutschen Dolby-Atmospur.
Denke ich auch. Okay, für die Auswanderer vielleicht, wer weiß. Aber so, jetzt wissen wir dadurch, dass einer aus Taiwan das gemeldet hat, dass die in Deutschland natürlich auch kommt. Aber bei dem Label selber kriegt man es nicht heraus. Also das sind schon Skurrilitäten, die da manchmal passieren. Und man will ja eigentlich nur den Kunden informieren, dass er weiß, okay, ist drauf, dann kannst du die bestellen, warte 4 Wochen und dann hast du sie. Also da steht man sich teilweise wirklich sehr, sehr, sehr im Weg. Vom Marketingseite, wie ich finde. Ja, dann gehen wir noch mal weiter. Es gibt so Labels wie Turbine Medien, vielleicht mal von gehört, in Münster sitzen die, eine extrem engagierte Truppe, die sich mittlerweile sehr stark auf die Restaurierung von älteren Filmen spezialisiert haben. Und da werden Sie also wirklich diverseste Perlen finden, wo dann nicht nur das Bild, sondern auch der Ton nochmal überarbeitet wird. Ich zeige mal ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es Blues Brothers in Dolby Atmos gibt. Deutsch. Oder das ist den Film, vielleicht kennen Sie ihn noch, Daylight oder Dragonheart, ja, auch komplett überarbeitet. In Dolby Atmos gibt es die, teilweise auch mittlerweile in Auro 3D. Oder ganz neu, diese Woche rausgekommen, vielleicht kennt ihr einen oder anderen, 25 Jahre ist es her, Bandits. Ja, coole Scheibe, cooler Film mit toller Musik, ist in Auro 3D 13.1 Deutsch veröffentlicht worden. Und das sind Perlen, die sammeln die Leute. Und da gehen auch wirklich Stückzahlen mittlerweile. Und dann macht man mit viel, viel Einsatz und ich sag mal Leidenschaft, sind da Filmfans für Filmfans Filme am Machen. Und das wird dann auch gekauft. Das ist extrem erfolgreich. Also es gibt die Möglichkeit, man muss nur auch drüber reden. Und wir helfen unter anderem, indem wir dann solche Live-Chats machen auf unserem YouTube-Kanal und präsentieren das dann. Ja, und dann machen wir natürlich damit, weil ich bin natürlich scharf drauf, dass meine Kunden neben der Hardware auch die Software haben. Ist doch logisch. Wenn es die Software nicht gibt, kauft er sich keinen Verstärker. So einfach ist das. Kauft er sich auch keine weiteren 4 Lautsprecher. Ja, wie läuft es in der Musikindustrie? Ich habe ja gerade über Film gesprochen. Jetzt sind wir über Musik am Reden. Musik ist ja hier auch ein ziemlicher Schwerpunkt. Und bei der Musikindustrie, ja, ich wollte es immer mal verwenden. Warum was denn? Dieses wunderschöne Motiv wollte ich auch mal verwenden. Weil das kriege ich immer so bei mir manchmal schon mal auf Facebook drauf, wenn der eine oder andere komische Fragen stellt oder komische Antworten bekommt. Und ich denke, komm, den Kollegen nehme ich mir jetzt mal bei der Frage. Also das ist so eigentlich das Synonym für mich, wenn ich daran denke, wie es bei der Musikindustrie vielleicht läuft. Warum ist das so? Also die Initialzündung hatte ich vor gut knapp 2 Jahren. Kennen Sie 3D Sound Master? Wer kennt das? Du? Ja. Also, das ist eine wirklich skurrile Geschichte, aber es ist wirklich auch kein Einzelfall. Also, 3D Sound Master ist tatsächlich ein Begriff, der auf der neuen Marius-Scheibe Pfefferminz-Experiment draufsteht. Da steht unten rechts Deluxe-Edition auf CD, DVD, Blu-ray inklusive 3D Sound Master. Aber was ist das denn jetzt schon wieder für ein Format? Das kennen wir ja nun gar nicht. Also, es ist tatsächlich so, damit war Dolby Atmos gemeint. Und wenn ich das so richtig aus der Szene gehört habe, hat man sich wohl nicht getraut, den Namen Dolby Atmos zu verwenden, weil man die Leute nicht verwirren wollte. Also hat man sich was Eigenes ausgedacht. Was aber noch verwirrender eigentlich ist, wie ich finde. Dazu kommt, und das sind wirklich, ich nenne wirklich mal konkrete Beispiele. Ich hoffe, die Personen, die mit dem Projekt zu tun haben, sind mir nicht böse. Aber es ist ja irre, ja. Der Kollege Westernhagen fährt nach Amerika, macht da eine Wahnsinnsproduktion, kommt zurück, mischt das auch ergänzend in Atmos und es steht nicht in der Pressemitteilung drin. Also Sie können mal suchen, in der Pressemitteilung werden Sie es nicht finden. Und unser Freund Nico, der ja diese Surround Sound Infoseite macht, schrieb dann später Nachtrag, ich habe gehört, da ist sogar Atmos drauf. Also warum kann man es nicht mal vernünftig erwähnen? Schließlich will der Kunde doch wissen. Und es ist doch ein tolles Mehr. Es ist ja auch ein Produkt, was auch wirklich Geld gekostet hat. Warum wird es nicht beworben? Und es gibt genügend Beispiele seit dieser Zeit, wo das immer wieder so gemacht worden ist. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Kennen Sie die Scheibe? John Williams? Eine Megaproduktion. John Williams war kurz vor Corona in Wien und hat 2 Tage dort in der beim Wiener Musikverein hat er dort seine bekanntesten Kompositionen, hat er dort entsprechend dirigiert. Und das Ganze ist tatsächlich in Dolby Atmos abgemischt worden. Ne, Stefan, bist nicht ganz unbeteiligt, ne? Stefan Bock, genau. Bei Marius übrigens auch nicht. Wenn du jetzt noch das Marketing machen könntest, ne? Also der Knaller war, als das vorgestellt worden ist, wir haben das am Anfang nicht mitbekommen mit Atmos, aber wir kannten uns und dann hat er gesagt, ja, da kommt was und ich gucke dann die ganze Zeit immer auf die Seite von den Jungs und habe dann gesehen, die haben ein Video veröffentlicht, was unfassbar häufig abgerufen worden ist, auf der Seite von YouTube, von hier Deutsche Grammophon und auch da kein Hinweis, dass diese Mischung erstmalig in Atmos ist. Und wenn Sie dann auf die Seite gehen, dann steht da ganz unten winzig klein das Wort Dolby Atmos nochmal drin. Und wenn man sich dann anschaut, dass da eine CD beworben worden ist mit einer Blu-ray, dann denkt man, man muss die CD kaufen, um eine Blu-ray dazu zu bekommen. Aber auf der Blu-ray war die Atmos-Spur mit einem Video.
Also nebensächlicher kann man sowas eigentlich gar nicht vermarkten. Ja? Wir haben eine Menge davon verkauft, weil wir da auch ein Video zu gemacht haben. Ich muss sagen, Ann-Sophie Mutter, mal ein tolles Beispiel als Künstlerin, hat auch mal wirklich für dieses Thema selber gekämpft. Das ist etwas, was wir gerne mehr hätten, dass auch die Künstler sich mal offensiver zu diesem Thema oder zu diesen Formaten bekennen würden. Und da zeige ich Ihnen mal zwei, drei Beispiele, wo wir versucht haben, das Ganze mal etwas zu sensibilisieren und mehr in die Köpfe der Leute zu bekommen. Ich habe also da mal ein Video zu gemacht. Ne? Das Video, warum werben die nicht mit Dolby Atmos. So, das Video war jetzt auch nicht ganz unerfolgreich, knapp 20.000 Klicks, 400 Leute fanden meinen Vortrag oder meine Ideen gut, 12 nicht, die 12 kenne ich, aber es ist also so, es sahen die Kunden ja genauso, ja, also die sehen das ja genauso, ja, wir kriegen ja bei uns auch Anfragen, hör mal, habt ihr mal wieder einen Tipp, gibt's da was Neues oder wo muss ich denn suchen und so weiter, okay, also das war da, dann haben wir gedacht, okay, wir machen mal was Eigenes. Und ich weiß nicht, kennen Sie Lichtmund? Von Lichtmund mal gehört? Martin Giorgio Coppehele, tolles Projekt, Auro, Dolby Atmos, richtig tolle Geschichte. Und die hatten, ich sag's mal flapsig, im Keller noch Ambra. Das war mal vor ein paar Jahren eine tolle Produktion mit Naturaufnahmen und 5 und 7.1. Und habe ich die angerufen und gesagt, hör mal, können wir das nicht abmischen in 3D-Sound? Dann haben die gesagt, okay, das können wir machen. Mit Stefan zusammengesetzt. Und dann haben wir das selber mal abgemacht. Also hier, der kleine Grobi hat selber mal diese Produktion in Auftrag gegeben. Und dann haben wir das gestartet. Und ganz ehrlich, wir haben uns richtig fett mal Dolby Atmos und Auro auf die Cover und überall draufgeklippt, damit das auch jeder sofort sehen kann. Und ja, es war ein Erfolg, es hat funktioniert. Ja, das ist eine tolle Mucke, ne? Wenn abends ein stressiger Abend war, mache ich die an, ich bin voll in anderen Sphären, rauche noch ein Pfeifchen, was auch immer. Auf jeden Fall hört sich's richtig fantastisch an. Jeder nach 30 Sekunden weiß, was damit gemeint ist, 3D-Sound. Ja, und es ist richtig fett vorne oben drauf. Wir haben mittlerweile so einen kleinen sagen wir, Pool an Scheiben selber ins Programm genommen, muss aber auch einen Punkt ganz klar sagen, das macht man nur noch aus Patriotismus, den Verkauf dieser Scheiben. Weil Geld damit kann man leider als Händler nicht verdienen. Das ist also definitiv eine Katastrophe in der Vermarktung, wenn man sieht, die großen Onliner, die schieben das durch, die machen 5 Euro Rabatt noch inklusive Versand und was nicht einem. Das ist, und das verstehe ich auch von Seiten meiner Fachhandelskollegen, wenn die immer sagen, Schappert, wieso hast du so viele Scheiben im Programm? Verdienst du da was? Nee, ehrlicherweise wirklich nicht, weil es ist manchmal nur 1 oder 2 Euro, die sie in so einer Scheibe dran haben. Dafür können sie Dinger nicht zur Post bringen. Also das ist schon ein schwieriges Geschäft. Aber leider ist es eben auch deshalb so schwierig geworden, weil die großen Jungs, einer fängt mit A an, das einfach als Beiprodukt für ihre Aktionen nutzen, verramschen, wirklich verramschen. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr bedauerlich. Ja, da stehen wir uns natürlich auch echt im Weg. Wir haben uns dann überlegt, und da ist der Christoph Diekmann, der auch gleich bei der Diskussion dabei ist, haben uns dann mal überlegt, wir machen über unseren Kanal, und wir hatten ja mit Corona und unseren Lockdowns echte Probleme. Dann haben wir angefangen, einen sogenannten Live-Chat zu machen, Musik in neuen Dimensionen. Das heißt, wir haben also mit Christoph angefangen und mal erklärt, was ist das eigentlich hier, 3D-Sound, was ist Pure Audio, wie funktioniert denn sowas, was kann man damit erleben? Weil doch, eben, wie gesagt, auch viele Kunden gar nicht wissen, was Pure Audio ist, aber leider auch viele aus der Industrie wissen es bis heute nicht, was Pure Audio ist. Und das erschüttert mich dann schon sehr, wenn das nicht der Fall ist. Ja? Weil das ist nun mal ein geniales Format für den Verbraucher und auch komplett akzeptiert. Der hat die Maschine, den Blu-ray-Player und der muss nichts dazu kaufen und kann es perfekt abspielen. Also haben wir diese Live-Chats gemacht. Mit Stefan haben wir das gemacht. Er hat mal einen Blick reingegeben, was ist eigentlich hier die Mischung? Warum ist das so? Muss jetzt die Stimme aus allen Lautsprechern kommen oder was wird da berücksichtigt? Was wird da entsprechend gemacht? Wie funktioniert das? Und das waren wirklich tolle Projekte. Es ging dann auch ein bisschen weiter. Ich habe es ja vorhin erwähnt. Wir haben dann die Chance gehabt, mit Schiller einen Kontakt zu machen. Und der hat sich auch sofort bereit erklärt, mit uns mal über seine Erfahrung mit 3D-Sound zu sprechen. Und das sind sehr hilfreiche Sachen. Wenn die Künstler selber es mal erwähnen, sagen, hey, ich habe hier eine neue Technologie. So kannst du mich bis dato, hast du mich noch nie hören können. Jetzt kannst du mich noch besser hören, noch realer, noch mehr dreidimensional natürlich, aber noch authentischer. Und dann haben wir angefangen, sogenannte Snippets zu machen. Ein Snippet, das ist eine ziemlich coole Nummer. Der Kunde hat ja die Hardware zu Hause, aber der weiß ja gar nicht, wie hört sich das vielleicht an. Also haben wir ein Stück, einen Ausschnitt von einem Musikstück bekommen, von 1 oder 2 Minuten. Und dank David Ziegler von Dolby Atmos haben wir die Möglichkeit, dieses Snippet zum Download anzubieten. Und dann nimmt er das um seinen USB-Stick, steckt das in seine Anlage rein und kann dann mal einen echten Atmos-Ausschnitt aus diesem Musikstück hören. So, und das ist dann eben, im Extremfall geht das dann so, dass dann auch nachher natürlich das Logo noch erscheint. Ne? Beispielsweise bei uns war das dann mit einem Grobi-Logo versehen oder wir haben es dann so gemacht wie hier. Ich habe dann gesagt, pass auf, lass uns doch einen QR-Code noch reinpacken. Dann kann der das abfotografieren von seinem Fernseher und dann ist er direkt auf meiner Seite und kann es bestellen. Ja? Und das Ganze geht sogar drahtlos. Wenn Sie ein iPhone haben, können Sie das auf Ihr
Apple TV drahtlos übertragen. Dann können Sie das auch mit Atmos hören. Also sehr leicht. So, und dann konnte man eben hier beispielsweise die Produktion von Mr. Moto hören. Ein Ausschnitt in Dolby Atmos. Wenn es ihm gefiel, macht er ein Foto vom QR-Code und schon konnte er bestellen. Problem ist, ein bisschen, ja, das machen wir jetzt gleich. Problem ist ein bisschen, der Nachschub fehlt. Ja, also wir haben das mal angefangen und die Ideen finden alle toll, aber es kütt nichts nach. Und das ist natürlich dann schade, weil ich sag mal, wir sind jetzt nicht die Musikindustrie, die das jetzt jeden Tag machen. Ich bin eigentlich ein Händler, der die Elektronik verkauft. Das waren eigentlich nur Ideen und wir haben gezeigt, dass es funktioniert. So, Ende, ganz am Ende jetzt nochmal diese Anmerkung. Jetzt kommt natürlich Apple. So, alle Welt auch hier auf der Messe redet hier über Apple Music. Ich sehe das sehr zwiegespalten. Ich sehe das sehr, ich sag mal, Pro und Contra gibt es da auf jeden Fall. Weil wenn ich sowas hier lese, auf einer Seite, die also sich im Wesentlichen mit Apple beschäftigt, also was ist denn das überhaupt? Spatial Audio, Dolby Atmos, das Ton, der aus allen Richtungen kommt. Na, ist ja super. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, und man braucht einen Kopfhörer oder man braucht diesen AirPod da und dann hast du diesen tollen Ton, dann machen die gerade meiner Meinung nach auch wieder viel kaputt. Weil der Normalverbraucher, der den Kopfhörer auf hat und dann jetzt da diesen Ton, der aus allen Ecken kommt, erstmalig vielleicht hört, der wird das vielleicht gar nicht als Unterschied zu seiner bisherigen Stereoaufnahme hören können. Und wenn ich den dann in meinem Laden habe und sage, willst du mal Dolby Atmos hören, dann sagt er auch schon mal, das habe ich doch gerade gehört, das war nichts Tolles. Dann sage ich, komm her, ab ins Studio rein, mach mal an. Dann sagt er, oh, das ist ja ganz anders. Ja, weil das ist eigentlich das Ursprüngliche, was wir eigentlich machen wollen. Also ich finde diese Fokussierung, die hier gerade stattfindet, sehr, sehr gefährlich. Und es erinnert mich auch ein bisschen an THX. Sie kennen das vielleicht noch. Irgendwann, als dann die Logitech-Lautsprecher für 99 Euro im Laden standen mit einem THX-Logo, war es dann auch wirklich vorbei mit dem Hype zu dem Thema, weil es einfach so runtergebrochen worden ist, dass es man aus Sicht von den entsprechenden Anbietern verstehen kann. Aber fürs Produkt ist es sehr gefährlich und auch, wie ich finde, schlecht. Ja, ich habe mir drei Wünsche habe ich, ja, an Sie und an die alle, die das dann vielleicht später mal diese Aufzeichnung, weil ich lasse nebenbei noch die Kamera mal laufen, weil ich habe mir natürlich schon vorgenommen, das mal auf unserem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Ich habe also drei Wünsche, die kleine Feder oben. Also drei Wünsche wären, alle Beteiligten, die wir in so einer Kette haben, sollten bitte mal mehr miteinander reden. Es ist wirklich bedauerlich. Ich sehe die Produzenten, also die, die wirklich am Mischpult sitzen. Dann sehe ich die, die das in Auftrag geben. Und dann sehe ich die, die es nachher verkaufen sollen. Und irgendwie reden die alle nicht richtig miteinander. Und das ist sehr, sehr, sehr bedauerlich. Also ich sehe überhaupt kein Problem, wenn eine neue Produktion veröffentlicht wird, die, wie gesagt, in 3D-Sound ist, beispielsweise mit 20, 30 Händlern an einem bestimmten Tag deutschlandweit das vorführbereit zu haben, hörbar bereit zu haben, die Leute einzuladen, kommt zu uns zur Veröffentlichung der neuen Scheibe, erlebe mal dieses Format. Da gibt es genügend, die mit uns da kooperieren würden. Aber ich sehe nicht ein, dass ich das alles alleine mache und die großen Jungs da mit ihren milliardenschweren Umsitzen, die wissen noch nicht mehr, wie es geschrieben wird. Also das ist sehr bedauerlich. Und das ist sicherlich auch etwas, was hier die Organisation mitmachen könnte, denn es würde funktionieren. Das kann ich Ihnen jeden Tag beweisen. Wir machen das seit 2013 und wir haben ganz interessante Zahlen in den letzten Jahren mit den jeweiligen Firmen erreicht. Dann das Thema Begeisterung. Sie verkaufen Produkte, die Emotionen wecken. Aber wir präsentieren sie sehr emotionslos oder wir präsentieren sie einfach teilweise gar nicht. Ja, das Produkt spricht für sich. Laden Sie die Leute ein, zeigen Sie das. Ich kenne Produzenten, oder andersrum, ich kenne Tonmischer, die haben mittlerweile ein eigenes Dolby Atmos Auro 3D Setup in ihren Räumen, weil sie wirklich dem Auftraggeber mal beweisen müssen, dass es sowas für zu Hause schon gibt. Die wissen das teilweise gar nicht, was man da zu Hause hören kann. Da setzen die sich dann also zwischen so einer 2000 Euro Anlage und demonstrieren ihnen das und sagen die, wie, das kann man schon zu Hause so hören? Ja, es geht. Ist normal. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Ja, und am Ende des Tages müssen wir auch alle Geld verdienen. Ja? Also das ist ja das Wichtigste, damit wir nun mal das für morgen und die Ideen, die wir haben, auch umsetzen können und auch entsprechend wieder, die, wie heißt es schön, die Zukunft gestalten können. Das Geld verdienen wird, glaube ich, auch in dieser Branche manchmal ziemlich vergessen. Und es gibt tolle Möglichkeiten, Geld zu verdienen für alle Beteiligten, auch weil der Verbraucher bereit ist, für gute Qualität Geld zu zahlen. Das ist möglich. Ja, und das sollte es sein. Ich glaube fast, dass ich es hingekriegt habe, 35 Minuten. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Ich bin auch gleich im Panel dabei. Und ansonsten gehen Sie auf unseren Kanal, können sich einiges anschauen, auch in unseren YouTube-Videos. Da haben wir einiges gemacht in den letzten Jahren. Ich danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.